beschlossen haben und jetzt in Berlin in der Bundespressekonferenz sitzen, um uns diese Initiative für ein Gesetz rund um die Sterbehilfe vorzustellen. Gucken wir rüber nach Berlin. Es ist eine überparteiliche Initiative von Katrin Helling-Pla von der FDP und weiteren Abgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Linke. Und wir lauschen gerne. Sterbehilfe, und zwar um die Vorstellung eines Gesetzentwurfs zur Regelung der Suizidhilfe. Und dazu begrüße ich ganz herzlich auf dem Podium. Und ich fange zu meiner Rechten an. Da sitzt Katrin Helling-Pla von der FDP. Daneben hat Platz genommen Renate Künast von Bündnis 90 Die Grünen. Dann Helge Lindt von der SPD. Es folgt Lukas Benner von Bündnis 90 Die Grünen. Till Steffen, Bündnis 90. Till Steffen sitzt hier zu meiner Linken, auch von Bündnis 90 Die Grünen. Dann daneben hat Platz genommen Dr. Petra Sitte von der Partei Die Linke. Und jetzt bin ich noch mal ganz rechts außen bei Dr. Nina Scheer von der SPD. So, jetzt haben wir alle zusammen. Frau Helling-Pla beginnt mit einem Statement. Danach folgt Frau Künast. Die Fragestellung dann aber gerne an alle Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen. Frau Helling-Pla, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich war vor inzwischen gut 2 Jahren schon einmal hier zum selben Thema. Seinerzeit haben 2 Gruppen von Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag fast zeitgleich ihre Ideen für ein Suizidhilfegesetz in die Debatte eingebracht. Und schon seinerzeit einte beide Gruppen eine Grundhaltung. Der Respekt vor dem individuellen Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, das das Bundesverfassungsgericht ja in seinem wegweisenden Urteil Anfang 2020 herausgestellt hat. Und auch schon seinerzeit hatten beide Gruppen ein Ziel, nämlich die Schaffung eines verständlichen, klaren Rechtsrahmens, die gebotene Etablierung eines Schutzkonzepts mit der Möglichkeit, transparenten Zugang zu Medikamenten zur Selbsttötung zu erhalten, verbindet. Richtig ist, dass beide Gruppen auch unterschiedliche Vorstellungen von der Ausgestaltung eines solchen Rechtsrahmens hatten, zum Teil unterschiedlich nuancierten oder manchmal auch anders abbogen. Aber beide Gruppen hatten eines fest im Blick: Suizidhilfe in Deutschland braucht Menschlichkeit und keine Verbotsgesetze. Wir dürfen es Betroffenen nicht antun, dass ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben noch einmal wie zur Zeit des Paragraphen 217 Strafgesetzbuch leerläuft. Wir wollen Betroffene nicht alleine lassen und wollen nicht, dass sie auf unnötig risikoreiche und schmerzhafte Methoden zur Selbsttötung verwiesen werden, wenn es doch Medikamente gibt, die eine humanere Möglichkeit bieten. Deshalb gebot es die Vernunft, einen Weg zu suchen, um die Vorstellungen beider Gruppen zu vereinen. Der Tatsache, dass wir hier heute gemeinsam sitzen, entnehmen Sie bereits, dass es gelungen ist. Kommt es zur Verabschiedung unseres zusammengeführten Entwurfs, dann wird es ein flächendeckendes, hochwertiges und umfassendes Beratungsangebot geben, Stellen, an die sich Menschen mit Suizidgedanken wenden können, an denen sie nicht bevormundet werden, ihnen aber gerade auch Hilfe zum Weiterleben vermittelt wird, wo sie an die Hand genommen werden und der Weg in medizinische Versorgung, vielleicht die Palliativmedizin oder auch zu sozialen Unterstützungsangeboten geebnet wird. Ganz individuell zugeschnitten. Stellen, an denen jede selbstbestimmte Entscheidung respektiert wird. Betroffene, die aus welchen Erwägungen auch immer selbstbestimmt sterben möchten, können sich an einen Arzt ihres Vertrauens wenden und dort die Verschreibung eines entsprechenden Medikaments erbitten. Selbstverständlich ist niemand zur Hilfeleistung verpflichtet. Ist der Arzt grundsätzlich bereit, obliegt es ihm, sich ein umfassendes Bild davon zu machen, ob der Betroffene aus autonom gebildeten freien Willen heraus handelt. Befindet sich der Betroffene in einem wirklich existenziellen Leidenszustand, etwa bereits in einer Palliativsituation, und ist das Vorliegen eines solchen Härtefalls auch von einem weiteren Arzt verbrieft, darf der Arzt sodann eine Verschreibung vornehmen. In allen anderen Fällen bedarf es vor einer Verschreibung einer Beratung in der Beratungsstelle und der Einhaltung einer Wartefrist von mindestens 3 Wochen. Kommt es zu der Situation, dass es einer selbstbestimmt handelnden Person tatsächlich nicht gelingt, einen Arzt zu finden, kann sie von einer landesseitig zu benennenden Stelle eine Erlaubnis zum Medikamentenerwerb erhalten.
Sie sehen, wir stellen sicher, dass niemand alleingelassen wird. Wir schreiben Prävention groß. Deshalb haben wir uns auch entschieden, zusätzlich einen eigenen Entschließungsantrag mit rein präventivem Fokus einzubringen, den die Kollegin Martina Stamm-Fiebig federführend mitentwickelt hat und der Ihnen heute ebenfalls vorliegt. Schließlich achten wir aber auch die Autonomie jedes Einzelnen und nehmen das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ernst. Jeder Mensch muss sein Lebensende nach seinen eigenen Vorstellungen in Würde verbringen können. Und in diesem Sinne möchte ich gerne an die Kollegin Renate Künast weitergeben. Frau Künast, bitte. Danke. Ja, die Kollegin Katrin Helling-Pla hat es ja bereits angesprochen. Vor 3 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht eine ganz herausragende Entscheidung getroffen, die uns, glaube ich, alle, auch die mit liberaleren Ansätzen, überrascht hat in seiner Absolutheit. Die haben nämlich gesagt, die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend dem individuellen Verständnis von Lebensqualität und von Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist dem Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Und Sie haben weiter gesagt, dass maßgeblich der Wille des Grundrechtsträgers ist, der sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod oder Überlegungen objektiver Vernünftigkeit entziehe. Damit ist ja in aller Klarheit ausgedruckt, dass es Akt autonomer Selbstbestimmung durch das Grundgesetz geschützt ist und dass eben es sich einer Bewertung durch andere eigentlich entzieht. Vor 3 Jahren ist diese Entscheidung gefallen und es findet Sterbehilfe statt, meine Damen und Herren. Auf der Basis dieser Entscheidung, aber Menschen fühlen sich alleingelassen, weil sie nicht wissen, wer, welche Organisation, vielleicht welche Ärztinnen und Ärzte, wie stark solche Regeln einhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens auch gesagt damals, dass der Gesetzgeber Schutzvorschriften erlassen darf. So sind wir jetzt hier. Wir wollen niemanden allein lassen in dieser Situation, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Allein lassen, wenn du als suizidwillige Person oder überlegende Person nachdenkst und Gesprächsbedarf hast, dann sollst du einen Weg finden, der auch reguliert ist, der ein Stück Sicherheit gibt. Und wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch nicht die Menschen alleine lassen, vielleicht bei der Frage, gibt es eine Alternative, darüber beraten zu werden. Wir wollen auch nicht allein lassen Ärztinnen und Ärzte, die ja, so gibt es andere Vorschläge, die dann sagen, der Tatbestand der Tötung oder so sei immer erfüllt, aber es gibt Rechtfertigungsgründe. Und deshalb haben wir uns ja monatelang gemüht, unsere beiden Gesetzentwürfe zusammen zu weben. Und Ausgangspunkt ist, dass eine Regelung nicht ins Strafgesetzbuch gehört. Wenn es Ausdruck eines Grundrechts und autonomer Selbstbestimmung ist, kann man nicht mit einer Strafvorschrift im Strafgesetzbuch anfangen. Unser Gesetz sagt deshalb, ich nenne zwischendurch mal Ziffern jetzt so als kleine Lesehilfe. Wir sagen in Paragraph 1 gleich im ersten Satz, dass jeder, der aus autonom gebildeten freien Willen sein Leben eigenhändig beenden möchte, das Recht hat, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also Sie sehen die Umsetzung. Wir sagen bei 2, dass dieses Gesetz eine unwürdige, unzumutbare, nicht vom freien Willen getragene Umsetzung des Sterbewunsches verhindern soll und eine autonome, voll informierte Entscheidungsfindung ermöglicht, sicherstellt, einen sicheren Zugang zu Arznei- und Betäubungsmitteln zum Zwecke der Selbsttötung. Und so haben wir versucht, auch rundum Schutzvorschriften reinzusetzen, quasi Sicherheitsvorschriften, um diese Rechte jeweils und diese Sicherheit wie Leitplanken einzubauen. Logisch ist dann auch in § 2, dass es ein Recht auf Hilfeleistung gibt. Wir haben, meine Damen und Herren, in § 3 den autonom gebildeten Willen definiert und wir gehen grundsätzlich von der Wertehaltung aus, das ist § 4, von der Wertehaltung gehen wir davon aus, dass der Grundwert jedes Menschenlebens da ist und beachtet wird. Wie geht jetzt das Verfahren weiter? 4 und 5 sind die wichtigen Paragraphen, weil dort die Beratung, das Recht auf Beratung organisiert wird. Sie sehen also, es ist auch ein Recht, weil bei der Beratung kannst du aufgeklärt werden über Alternativen, über Folgen
Und dort sollen, das haben wir geregelt, in der Beratung erhebliche Gesichtspunkte vermittelt werden. Wir müssen ausreichende Beratungsstellen haben. Wir sagen aber auch, dass als Beratungsstelle nur anerkannt wird, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Das ist 5 Absatz 2. Es geht hinaus zum Beispiel über hinreichend persönlich fachlich qualifiziertes Personal. Es geht um notfalls ärztlich, fachärztliche Unterstützung. Es geht darum, dass man mit anderen Stellen, die öffentlich-privat Hilfe anbieten, zusammenarbeiten soll, aber umgekehrt sich eben nicht am materiellen Interesse von anderen Beratungseinrichtungen oder so oder selbst orientiert. Damit ist der Rahmen gesetzt, in dem die Beratung stattfindet. Und nun kommt der wichtige Punkt. Es gibt 2 verschiedene Verfahren. Katrin Helling-Pla hat das bereits angetippt. Es gibt quasi ein reguläres Verfahren und ein Härtefallverfahren. Hier kommt dann ein großer Teil Zusammenlegung von 2 Gesetzentwürfen sozusagen zum Tragen. Mir ist wichtig, oder meiner Antragsgruppe war wichtig, dass wir an der Stelle sagen, in diese Verfahren herein kommen nicht Menschen, die nicht volljährig sind, weil wir die Frage des Autonomen und richtig abschätzend dort kritisch sehen. Und dann kommen die 2 Verfahren. Sie sehen in § 6, der Arzt verschreibt einer volljährigen Person, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, sozusagen das Medikament oder Betäubungsmittel. Er hat die Pflicht aufzuklären und er kann nur verschreiben, wenn die Bescheinigung über eine Beratung vorliegt. Und die Bescheinigung über die Beratung hat auch noch mal ein Sicherheitsding, weil damit eigentlich die Person einmal aufgeklärt wurde und weil wir einen Zeitrahmen gesetzt haben, die muss mindestens 3 Wochen alt sein und höchstens 12, wenn verschrieben wird. Wir wollen also einen Zeitrahmen des Nachdenkens, der Frage sozusagen der Festigkeit dieser Entscheidung haben, aber deshalb auch nicht zu lang. Das ist der reguläre Weg. Der Härtefallweg heißt, dass abweichend davon ein Arzt, eine Ärztin verschreiben darf, wenn jetzt nicht Beratung und so vorher da ist, sondern eine weisungsungebundene 2. Ärztin dabei ist, also 2 Personen, und sie zur Einschätzung gelangen, dass ein besonderer Härtefall vorliegt. Den haben wir in 7 Absatz 2 definiert. Der sagt nämlich, ein besonderer Härtefall ist gegeben, wenn sich die suizidwillige Person gegenwärtig in einem existenziellen Leidenszustand mit anhaltenden Symptomen, die die Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen, befindet oder in absehbarer Zeit befinden wird und insbesondere bei Vorliegen einer nicht heilbaren, fortschreitenden und nicht oder weit fortgeschrittenen Erkrankung mit zugleich begrenzter Lebenserwartung. Also Palliativfälle fallen damit auf alle Fälle mit drunter. Wenn Vereine Sterbehilfe machen, Sie sehen das in § 9, Vereine, die Sterbehilfe machen, machen es nicht einfach, sondern wir haben an dieser Stelle eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung reingenommen, um Details zu regeln, von denen wir sagen, die muss man so detailliert nicht im Gesetz regeln. Das wären Meldepflichten, Dokumentationen, Vergütungen, keine Gewinnorientierung. Und es muss alle 2 Jahre auch überprüft werden, ob die Voraussetzungen für Beratungsstellen und so weiter noch vorliegen. Wir haben bei der Beratungspflicht aber auch eine Übergangsregelung vorgesehen, weil wir wissen, dass natürlich die Einrichtung der Beratungsstellen oder auch dann der Länderstellen, weil wenn Beratungsstellen nicht da sind oder Ärzte nicht da sind, sollen auch die Bundesländerstellen benennen. Dafür haben wir eine Übergangsfrist gemacht. Lassen Sie mich einen Satz noch sagen zum Präventionsantrag. Wir haben einen Präventionsantrag geschrieben, der Ihnen auch verteilt ist, denke ich, der in gleichermaßen vom Respekt getragen ist, einer autonomen, einer selbstbestimmten Entscheidung. Deshalb finden Sie bei uns keine Aussagen darüber, dass wir irgendwie solche Entscheidungen bewerten, sondern wir respektieren sie. Und wir haben eines gemacht, dass wir wirklich eine nationale Strategie einfordern. Sie wissen sicherlich, dass viele Jahre wiederholt der Bundestag beschlossen hat, aber es gibt keine Strategie und keine flächendeckende Beratung. Deshalb haben wir 2 Forderungen gestellt. Einmal, dass bis zum Januar 2024 uns vorgelegt werden soll, strategisch etwas, was ein Konzept, das eine Informationskampagne besonders für gefährdete Gruppen, Jugendliche, junge Erwachsene und Senioren anbietet, dass wir noch mal rangehen an den Umfang psychotherapeutischer Versorgung. Die muss nämlich bedarfsorientiert sein und sichergestellt werden. Der noch schwierigere Teil, dafür haben wir gesagt, bis Juni 2024, es sollen gemeinsam mit den Ländern Beratungshilfsangebote diskutiert werden, erweitert werden, bis hin zur Frage der
Aus- und Weiterbildung für Hausärztinnen, Hausärzte und andere und in die Forschung. Wir glauben, dass das dazugehört und dass es Fristen braucht, damit was entschieden wird. Herzlichen Dank für die Eingangsstatement. Jetzt kommen wir zu Fragen. Und die erste hat Frau Geuter. Zwei Fragen, wenn ich darf. Hallo, die erste wäre an Sie beide. Frau Künast, Sie haben gesagt, Sie hätten sich nun lange bemüht, diese beiden Entwürfe zusammenzuweben. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie ja ganz ursprünglich auch mal zusammen, haben sich dann getrennt, sind nun wieder zusammengekommen. Können Sie noch mal sagen, wo eigentlich der konzeptionelle Unterschied war, warum Sie nicht die ganze Zeit zusammen marschieren konnten, sozusagen? Und die zweite Frage, es ist ja die zwingende Beteiligung eines Arztes vorgesehen in Paragraph 6. Nun gibt es nach Umfragen eine gewisse Zurückhaltung in der Ärzteschaft. Welche Rolle hat das bei Ihnen, bei Ihren Überlegungen gespielt? Also, wir haben uns sehr bemüht. Ich glaube, dass das auch nicht, es war nicht falsch, vielleicht war es sogar richtig, dass wir solche großen Kreise gezogen und geschoben haben. Es gab einige Unterschiede ganz am Anfang bei der Frage, wie staatliche Stellen involviert sind oder nur externe Beratung. Da gibt es ja den Punkt, der ist jetzt auch, sage ich mal, gelöst, weil wir sozusagen als erstes den Zugang Beratungsstellen und Ärzte haben. Da war ein Unterschied, weil es, denke ich, um die Frage ging, ob oder wo Staat da überhaupt eine herausragende Rolle haben soll oder eben nicht, also als Freiheitsgedanke, damit da keine staatliche Beurteilung reinkommt. Der andere große Punkt war sicherlich die Frage der Härtefälle, die wir unterschiedlich hatten, also die wir auch drin hatten, sozusagen mit zwei unabhängigen Ärztinnen und so. Also ich hätte es gerne alles früher geregelt, aber ich scheue die Debatten, die wir in Untergruppen hatten, nicht. Und wir wären früher dran gewesen, wenn es die Pandemie nicht gegeben hat, die uns unter den Krieg, die uns als Abgeordnete mit vielen anderen Dingen beschäftigt hat. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Die Volljährigkeit war der dritte, vielleicht differenzierte Punkt. Aber das Thema ist so groß, dass Debatten nicht zu lang sein können. Und glücklicherweise sind wir fertig geworden. Frau Sitte? Ich war jetzt schon bei der zweiten Frage von Frau Geuter, deshalb. Es gibt ja eine neue Umfrage von der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, die ja doch belegt oder zumindest sehr starke Indizien dafür aufzeigt, dass es einen gewachsenen Teil unter den Ärzten und Ärztinnen gibt, die sich insbesondere auch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben und aus der hervorgeht, dass von den Ärzten etwa, also von den Befragten, ungefähr 82% befürwortet haben, ärztlich assistierten Suizid. Und ich halte das auch für sehr wichtig in diesem Konzept, das wir verfolgen, die ärztliche Verschreibung einzubinden, die ärztliche Beratung einzubinden und darüber hinaus eben vorgelagert in den Beratungsstellen ganz andere Fragen zu klären, die sowohl Ärzte mit ihren Aufgaben als eben auch die Einbettung der Situation der Betroffenen weiter fasst. Also insofern hat es da offenkundig zu früheren Umfragen, die ja bei 30%, wenn ich mich recht erinnere, lagen, eine deutliche Veränderung gegeben, was mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen ist, dass es eine längere Diskussion zu diesen Themen gegeben hat. Vielleicht hängt die Antwort auf beide Fragen sogar auch eng zusammen, denn unserer Gruppe war ja die Vorstellung wichtig, dass Suizidhilfe grundsätzlich im Arzt-Patienten-Verhältnis und die Verschreibung von Medikamenten dort am besten aufgehoben ist. Dass es Ärzte sind, die sich mit der Feststellung von Einwilligungsfähigkeit auskennen. Dass es Ärzte sind, die im Umgang in der Aufklärung von Patienten geschult sind und die im Umgang mit Medikamenten sich auskennen und zu denen oft ein lange gewachsenes Vertrauensverhältnis zu den Patienten besteht. Natürlich ist es aber denkbar, dass es die Situation gibt, dass es schwierig ist, im Einzelfall Ärzte zu finden. Die Gruppe Künast und andere hatte deshalb ursprünglich als grundsätzlichen Regelfall die Verschreibung durch eine Behörde
oder die Erteilung einer Erlaubnis durch eine Behörde vorgesehen. Das widersprach unseren Vorstellungen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt und ich halte es auch für eine sehr gute Lösung, dass in den Fällen, wo jemand tatsächlich nachweislich keinen Arzt findet, dass er sich dann an eine nach Landesrecht zu benennende Stelle wenden kann und dort eine Erlaubnis erbitten kann. Wir aber grundsätzlich die Situation haben, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis der richtige Ort dafür ist. Dann Herr Fitztum. Ich wollte fragen, was ist mit Patienten, die keine eigenständige Entscheidung mehr treffen können? Muss jeder eine Patientenverfügung entsprechend umformulieren, dass eine solche Maßnahme darin enthalten ist? Oder ist ein nicht mehr autonom Entscheidender in jedem Fall nicht Teil dieses Konzepts? Zweite Frage, darf ein Arzt für diese Maßnahme werben? Analog 219a, das kennen wir ja von anderswo. Und die dritte, ist das in jedem Fall an eine Diagnose einer Krankheit, also psychisch oder physisch gebunden? Also kann jemand mit Liebeskummer, der das gar nicht mehr aushält, dann auch im Zweifel eine solche Verschreibung erhalten? Oder ist das ausgeschlossen? Vielen Dank. Ich beginne. Ja. Ja, er muss immer sagen, das Wort. Nee, Sie können einfach das unter sich sozusagen auslösen. Ich mache erstmal Frage an Lukas und dann. Ja, fang an. Ich beginne mit Ihrer ersten Frage nach Patientenverfügung. Das ist nach dem Entwurf so nicht möglich, denn wir sehen vor, dass ein autonom gebildeter freier Wille vorliegen muss. Und der muss im Moment vorliegen, in dem die Verschreibung stattfindet. Genau zu diesem Zweck ist diese Beratungsbescheinigung 3 Wochen, also darf erst nach 3 Wochen verschrieben werden, aber höchstens nach 12 Wochen, damit wir immer die gewisse Aktualität auch des Verfahrens vorliegen haben. Wir sehen also immer voraus, dass die Person, wie wir es in Paragraph 3 definieren, wie es auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, diese Entscheidung von innerer Festigkeit frei verantwortlich ohne Druck von außen getroffen hat. Und deswegen ist es nicht möglich, dass man diese Entscheidung quasi vorab in einer Patientenverfügung regelt, nach dem Verfahren, wie wir es hier vorsehen. Ich sage dann was zum Liebeskummer. Das ist ein komischer Satz jetzt, aber ich kenne mich damit aus. Insofern, wer nicht? Ja, ich kenne mich mehr aus als du, aber das ist nicht Thema für die heutige Veranstaltung. Das kommt ja darauf an, also wir haben ja gesagt, bei Volljährigkeit ist das Kriterium. Insofern fällt dann schon ein minderjähriger Mensch mit Liebeskummer aus, weil wir ja das als scharfe Linie und scharfes Kriterium jetzt bewusst auch im Zusammenkommen formuliert haben und auch in der Abwägung und unter Beachtung dieses Schutzkonzeptes, das uns wichtig ist, im Wissen auch darum, wie dieses Thema Volljährigkeit oder nicht emotionalisiert. Bei jemandem, der volljährig ist, ist es aus unserer Sicht nicht so, dass wir über Motive zu richten haben, aber dass eben durch den Weg der Beratung, dass ja keine Beratung hin zum Suizid sein soll, aber auch nicht eine Beratung, die belehrt und sagt, du darfst es nicht tun, sondern wir wollen einen vertrauensvollen Raum schaffen, einerseits eben durch die Beratungsstelle mit allen Möglichkeiten, auch mit einer Auslotung, auch für denjenigen, der gar nicht unbedingt suizidwillig ist und auch Dritte, auch Familienangehörige, dass sie und übrigens auch Minderjährige können diese Beratung in Anspruch nehmen, um ausloten zu können, wie die Situation ist, aber Minderjährige können eben keine Verschreibung bekommen. Und zugleich ist dann auch noch in dem Gespräch mit dem Arzt auch noch mal von dem Arzt erstmal sicherzustellen, wir sprechen wie gesagt von Volljährigen, dass tatsächlich eine Bescheinigung vorliegt, aber auch noch mal die Frage des autonom gebildeten Willens und die Bedingungen abzufragen. Das heißt, wir haben auch da einen Kontext, in dem mehrfach darüber gesprochen wird, auch mit einem entsprechenden Zeitabstand, also mindestens 3 Wochen, maximal 12 Wochen, sodass wir da verschiedene Mechanismen eingebaut haben, die wirklich sicherstellen, dass Menschen, die in einem gegenwärtigen Zustand wahrscheinlich nicht beraten werden, keine Ansprechpartner haben, jetzt eine größere Möglichkeit haben. Insofern ist da auch mit der Beratung ein nicht zu unterschätzendes präventives Moment eingebaut. Darf ich einen Paragraphenhinweis machen? Es ist auch so, dass sich über diese Frage Dauerhaftigkeit, Ernsthaftigkeit des Willens die Beratung ja eine Vorstellung machen muss. Sie bescheinigt nicht nur die stattgefundene Beratung, sondern sie müsste auch rechtlich geregelt draufschreiben, dass sie Zweifel hat.
Wenn ich auch noch mal ergänzen darf, ein autonom gebildeter freier Wille nach § 3 ist für jede Form der Suizidhilfe Voraussetzung. Den haben wir nachgebildet in der Formulierung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und da ist die Nummer 4, dass der Entschluss zur Selbsttötung von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen sein muss. Und das ist das Kriterium, das auch das Bundesverfassungsgericht bemüht hat, um sogenannte Liebeskummerfälle auszuschließen, dass derjenige, der eben sich aus der spontanen Situation des Liebeskummers entscheidet, jetzt entscheiden will, aus dem Leben zu scheiden, dass der eben nicht einen autonom gebildeten freien Willen hat. Und ich bin sicher, dass es auch keinen Arzt gibt, der in so einer solchen Situation bereit wäre, eine Verschreibung vorzunehmen. Die Frage der Werbung war noch nicht geklärt. Ach, die Werbung. Genau. Wer möchte Werbung machen? Ja, bitte. Also über die Frage der Werbung möchte ich gar nicht kurz eingehen, dass wenn eben ein Arzt jetzt oder wenn eine Stelle darauf hinweisen würde, dass so etwas von ihm in einer besonderen Qualität angeboten wird, dass das dann auch jetzt schon ausgeschlossen ist. Also insofern haben wir keine gesonderte Regelung. Es ist aber eben auch ganz klar definiert, was die Beratungsstellen, also alle von uns adressierten Stellen, die eingeflochten sind in den gesetzlichen Anwendungsbereich, dass die bestimmte Aufgaben wahrzunehmen haben. Also über eine positive Bestimmung der Aufgaben ist definiert, was diese Stellen zu leisten haben und was nicht. Und da ist die Werbung nicht mit enthalten. Ein Satz der Präzisierung, was Frau Scheer gerade meinte. Wir haben keine explizite strafrechtliche Regelung vorgesehen. Was wir natürlich schon haben, ist in Artikel 5 des Gesetzes die Aufnahme ins Heilmittelwerbegesetz, sodass dieselben Regelungen gelten, die auch jetzt im Heilmittelwerbegesetz bereits für die Werbung für medizinische Tätigkeiten ist, weiterhin gelten. Das ist jetzt schon ausgeschlossen. Dann als nächste Fragestellerin Frau Buschow. Ich habe auch 3, wenn ich darf, aber Sie sind dürfen. Sehr kurz. Da die Länder verpflichtet werden sollen, das Beratungsnetzwerk aufzubauen und es quasi auch bezahlen müssen, ist die Frage, ist das ein zustimmungspflichtiges Gesetz? Also braucht es die Zustimmung durch den Bundesrat und haben Sie da Bedenken, dass das klappt? Die zweite Frage, die Diskussion hatte ja damals angefangen, auch auf wegen der Kritik an gewissen Sterbehilfenorganisationen, denen man auch vorgeworfen hat, ein Geschäft mit der Suizidassistenz zu machen. Deswegen die Frage, was bedeutet denn Ihr Gesetzentwurf für private Sterbehilfeorganisationen? Was ändert sich für die und werden die es schwerer haben? Und die dritte Nachfrage ist nochmal zur Volljährigkeit. Die steht ja in § 6. Ein Arzt darf nur Volljährigen. In § 7 zu den Härtefällen steht das nicht. Gibt es im Härtefallverfahren auch Möglichkeiten sozusagen für Minderjährige? Ja, würde ich gerne beantworten. Die ersten zwei Fragen jedenfalls. Also das ist in der Tat so, dass wir hier ein Zustimmungsgesetz haben. Und Sie haben es auch richtig erkannt. Es sind die Einrichtungen der Beratungsstellen, die die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen. Es würde jetzt ja keinen Sinn machen, das ist ja gerade Kern der Regelung, dass wir ein ausreichendes Angebot vorsehen für solche Beratungsstellen. Darüber machen wir ja den Weg, um mit Leuten abzuklären, ist das jetzt ernsthaft, das, was wir gerade erörtert haben. Also die brauchen wir unbedingt und die kann es natürlich sinnvollerweise nur in der Fläche dann geben. Das muss hier auch in einigermaßen erreichbarer Nähe geben und deswegen ist es eine Aufgabe, die Bundesländer haben. Wir haben uns dabei orientiert an dem Konzept der Schwangerschaftskonfliktberatung, wo es ja durchaus ähnlich ist, dass es solche Beratungsstellen gibt, das ja auch gut funktioniert. Das müssen also nicht zwingend staatliche Stellen sein, sondern Stellen, die dann auch bei freien Trägern angesiedelt sein können. Und diese Fragen lösen ja die Zustimmungsbedürftigkeit aus. In der Tat sind wir dann darauf angewiesen, dass sich dann auch dort eine Mehrheit findet. Wir haben natürlich die Erwartung an den Bundesrat, dass wenn der Bundestag tatsächlich durch einen langen Prozess zu einer Erklärung kommt, dass dann der Bundesrat nicht das verunmöglicht. Es ist absolut legitim, dass der Bundesrat im Hinblick auf die Frage der Finanzierung dieser Strukturen dann in die Diskussion einsteigt. Aber wir hätten schon die Erwartung, dass diese Wertentscheidung, die der Bundestag hier trifft, dann auch akzeptiert wird. Bei anderen Lösungen, die man anders wählt, wäre es ja auch denkbar, ohne die Zustimmung auszukommen. Aber wir gehen hier davon aus, dass hier eine Akzeptanz da ist. Die Sterbehilfevereine in der Tat, da hat die Diskussion begonnen. Da hatte ich vor langen Zeiten auch mal selber schon mal Berührung, weil
in meiner Rolle als Justizsenator in Hamburg da häufig angesprochen wurde wegen meines seinerzeitigen Vorgängers, der sich dann dieses Betätigungsfeld als Anschlussverwendung gesucht hatte. Und in der Tat ist es so, dass wir hier erstmal keine weiteren Einschränkungen für diese Vereine vorsehen. Das wäre auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar. Aber wir wollen natürlich sicherstellen, dass das eben keine Gewinnveranstaltung ist. Und dort gibt es eben deswegen auch extra eine Verordnungsermächtigung, um genauere Vorgaben machen zu können. Also es sind ja Vereine, die erstmal dann nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt sind von der Rechtsform her, aber um genauere Vorgaben machen zu können und auch reagieren zu können auf Entwicklungen in diesem Feld, gibt es die Verordnungsermächtigung. Da würde ich gerne ergänzen. Ja, man kann das sozusagen restriktiv regeln, ob jetzt im Gesetz oder in der Verordnung, aber da das Beratungsangebot und aus der Perspektive der Betroffenen ist es ja gedacht, unentgeltlich ist, und man ansonsten in den betreffenden Vereinen zunächst Mitglied werden muss, einen Jahresbeitrag bezahlt und bei Inanspruchnahme der Sterbehilfe nochmal einen höheren vierstelligen Betrag nach meiner Kenntnis. Und wir haben ja durchaus eine ganze Reihe von E-Mails und Gesprächen geführt in den letzten Jahren und Monaten. Also einen etwas beachtlichen vierstelligen Betrag für die Inanspruchnahme der Sterbehilfe. Würde das bedeuten, dass der oder diejenige sich ausdrücklich natürlich dafür entscheiden würde, eher nicht in so eine Situation zu kommen, also dieses unentgeltliche Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, was so viel heißt, niemand muss mehr außerhalb von Deutschland Sterbehilfe suchen, niemand muss mehr höhere Beträge aufbringen. Und das bedeutet eben auch mit Blick auf die soziale Situation von älteren Menschen, von Erkrankten oder überhaupt von Menschen, die sich in Not fühlen und mit einem solchen Gedanken auseinandersetzen, dass dessen soziale oder deren soziale Situation nicht der ausschlaggebende Punkt sein muss, um selbstbestimmtes Sterben für sich zunächst zu besprechen, sich Beratung zu holen oder eben dann im letzten Zug vielleicht sogar umzusetzen. Ich wollte noch was ergänzen zum Bundesrat kurz. Es wäre ja sehr komisch, wenn ein zustimmungspflichtiges Gesetz beim Bundesrat hängen würde, das am Ende heißt, wegen Bundesverfassungsgerichtsentscheidung findet Sterbehilfe statt, aber die Schutzvorschriften, die die Entscheidung ermöglicht hat, werden nicht realisiert. Zum Beispiel das Thema Vereine, das jetzt hier beide adressiert haben, das fände ich schon, also das würde ich mich sehr wundern, wenn der Bundesrat sich so entscheiden würde. Ja, der muss ja eigentlich auch sich mit der Frage des Schutzes, der Schutzvorschriften, der Sicherheit und der Verfahrensregeln beschäftigen. Die Volljährigkeitsfrage, Sie haben zitiert, den 6 Absatz 1, Satz 1, eine Arztärztin darf einer volljährigen Person. Ja? Und dann sind Sie auf den 7 gegangen. Beim 7 steht nur, dass Abweichend im ersten Satz von § 6 Absatz 3 und 4, so darf der Arzt die Ärztin in besonderen Härtefällen und so weiter verschreiben. Das heißt, nur die Regelung des 3, Bescheinigung vorlegen nach einer Beratung, Frist von mindestens 3 Wochen, die gelte nicht. Die sonstigen Voraussetzungen des Absatz 1 gelten. Also Härtefälle müssen auch volljährig sein. Ja, das genau. Härtefälle müssen volljährig sein, deutsche Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichen Aufenthalt hier. Und nur die Frage, Härtefälle sind ja meistens so krank, dass du sie nicht erst zu einer Beratung schickst und dann noch 3 Wochen wartest oder so. Also da ist sozusagen die Öffnung für den Härtefall, der da auch näher beschrieben wird. Dann Herr Scholz. Welches? Das weiß er. Ja, jetzt habe ich es. Ja, Scholz, keine Ahnung. Ich wollte wissen, können Einrichtungen Angebote der Sterbehilfe untersagen oder sind sie gehalten, das auch anbieten zu müssen? Und wie ist das weitere parlamentarische Verfahren? Gehen Sie von einer Entscheidung noch vor der Sommerpause aus? Das wäre dann im Juli, die erste Woche. Wer will von euch? Einrichtung. Ihre Frage zu den Einrichtungen muss man eher andersrum betrachten, denn wenn wir in den Paragraphen 2 gucken, dann sagt Absatz 2, niemand kann verpflichtet werden, Hilfe zu leisten, und der Absatz 3 sagt aber, keine Person darf aufgrund ihrer Berufszugehörigkeit untersagt werden. Also wir haben ein Diskriminierungsverbot gegenüber Menschen, die diese Hilfe anbieten.
Und somit sichern wir ab, dass Menschen, die das anbieten möchten, die zu dieser Leistung bereit sind, keinen beruflichen Nachteil dadurch erleiden können, wenn sie es anbieten. Dann darf ich nur mal präzisieren, können meinethalben Einrichtungen von Diakonie oder Caritas untersagen, dass bei Ihnen derartige Angebote möglich sind? Also Sie können nicht grundsätzlich sowas immer verneinen. Weil, also damit, ich weiß, dass wir wissen, dass einige das gerne gehabt hätten als Erlaubnis, aber man kann nicht ein Grundrecht für jede Konstellation ausschließen. Also, und deshalb haben wir es auch an dieser Stelle sozusagen nicht aufgeschrieben. Ja? Das hat erstmal nichts damit zu tun, dass die natürlich eine bestimmte wertesortierte Werbung haben und man weiß, wie die Ausrichtung ist, zum Beispiel in einer religiösen Einrichtung, aber jegliches Verbot und du kannst nicht irgendwas verbieten, du kannst es nicht grundsätzlich verbieten, etwas, was nicht strafbar ist. Also wenn die Eigentat nicht strafbar ist, kannst du eigentlich auch jemandem nicht verbieten, rechtlich durch AGBs und Ähnlichem, dass das auf keinen Fall da stattfinden wird. Sicherlich werden die sich bemühen und andere Arten von Beratung machen, damit sie diese Konstellation nicht sowieso nicht kommen. Die Frage zur Zeitplanung. Also geplant ist Abschluss tatsächlich am letzten Plenartag vor der Sommerpause. Also die letzte Sitzungswoche Anfang Juli an dem Freitag soll abgestimmt werden. Das heißt, die beiden verbleibenden Gruppen, unsere zusammengeführte Gruppe einerseits und die Gruppe Castellucci und andere, werden jetzt die verbleibende Zeit nutzen, um Unterstützung zu werben, damit dann tatsächlich eine Mehrheit zustande kommt. Das heißt, der Bundesrat wäre dann in seiner letzten Sitzung auch damit befasst? Nein. Das würde dem ganz normal zugeleitet und der würde dann nach der Sommerpause sich damit beschäftigen und müsste dann eine Meinung sich bilden. Gibt es weitere Fragen? Dann nochmal Frau Buschow. Eine Frage, weil wissen Sie, wie viele Unterstützer Sie haben? Also es gibt natürlich Unterschriften, die man zählen kann, aber die Gespräche gehen ja weiter. Haben Sie ein Gespür dafür, wie viel Unterstützung Sie aus dem Parlament haben für Ihren Entwurf? Und jetzt würde ich doch noch mal gerne nachfragen, weil Sie diesen Paragraphen 2, den ich jetzt nachgelesen habe, Beschäftigten dürfen keine Nachteile entstehen, wenn Sie das machen. Das bedeutet auch, dass kirchliche Einrichtungen, wo ja durchaus überlegt wird, dass man in einer Einrichtung definiert, bei uns findet das nicht statt und quasi es den Mitarbeitern versagt, das wäre dann nicht möglich. Das ist genau das, was Sie im Blick haben, sozusagen, das zu verhindern? Also ich glaube, man muss zum einen unterscheiden zwischen dem Hausrecht, das entsprechende Pflegeheime, Organisationen und so weiter in ihren Räumlichkeiten haben. Das kann man ihnen nicht verbieten, das auszuüben und aber einen Mitarbeiter beispielsweise zu kündigen, nicht zu befördern, der bereit ist, jenseits seiner beruflichen Tätigkeit privat Sterbehilfe zu leisten. Das wollen wir mit dem Gesetz unterbinden. Vielleicht wird es so noch mal klarer. Und was die Unterstützung aus dem Parlament anbelangt, naja, wir beginnen jetzt wieder mit der intensiven Diskussion. Es gibt eine Reihe von schwierigen, wichtigen Themen, mit denen sich die Kollegen befassen. Mit Blick auf die jetzt anstehende Abstimmung wollen wir das Thema eben noch mal breiter mit möglichst auch jedem Kollegen diskutieren. Es gibt einige, die gesagt haben, na ja, sie können sich zwischen den beiden Entwürfen nicht so recht entscheiden. Sie wissen es nicht. Da hoffen wir natürlich schon, dass die sich jetzt nach dem heutigen Tag entscheiden und auch zu unserem Entwurf bekennen. Ich glaube aber abschließend kann man keinerlei Prognosen stellen. Wir sind gut aufgestellt, was die Unterstützerzahlen angeht, gemeinsam auch insbesondere und sehen der Abstimmung entgegenwerben bis zur letzten Minute und gehen davon aus, dass wir am Ende überzeugen.
Also, dann fassen wir das nochmal zusammen, weil es ist ja kompliziert. 2020 sagt das Bundesverfassungsgericht, die geschäftsmäßige Sterbehilfe darf nicht einfach so verboten werden. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasse also auch das Recht, dafür Hilfe von Dritten zu nutzen. Jetzt haben wir noch zwei Abgeordnetengruppen mit zwei unterschiedlichen Gesetzesinitiativen dazu. Eine liberalere, die haben wir gerade eben gehört, und eine etwas restriktivere. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal genauer drüber sprechen mit Professor Dabrock, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, Professor für systematische Theologie, Schwerpunkt Ethik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Hallo, Herr Dabrock. Grüß Gott, Herr Bauer. Herr Dabrock, also noch mal für uns zum Verständnis. Was sind jetzt wirklich die Unterschiede dieser zwei Gruppen? Nach dem Unterschied zwischen den beiden Gesetzentwürfen fragen, die jetzt noch im Rennen sind, dann ist der Hauptunterschied derjenige, dass der Entwurf, der sich mit dem Namen Lars Castellucci verbindet, vor allen Dingen beim Strafrecht ansetzt und dann eben entsprechende Ausnahme ermöglicht. Und der Entwurf, der heute vorgestellt worden ist, wo die bisher zwei getrennt agierenden Gruppen sich zusammengetan haben, der setzt bei dem vom Bundesverfassungsgericht 2020 bestätigten Recht auf selbstbestimmtes Sterben einschließlich eines Rechtes auf Suizidassistenz an, setzt also nicht so sehr beim Verbot an. Und der Unterschied besteht also darin, ob man eher das Schutzkonzept stark macht, um dann Ausnahmen ganz regulär zuzulassen, oder ob man bei der Freiheit ansetzt und dann dafür bestimmte Verfahrensregeln festlegt. Mhm. Herr Professor Dabrock, da machen wir das doch gerne noch mal konkret. Was hieße das konkret für die Sterbehilfe in Deutschland? Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, der warnt heute in den Zeitungen der Funke Mediengruppe noch mal davor, dass zu den 10.000 harten Selbstmorden, die es offenbar im Moment im Jahr gibt, noch 20.000 organisierte dazukämen. Ist das realistisch oder welche Auswirkungen hätten der eine oder der andere Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht? Ich glaube, erstmal mit Blick auf den heute vorgestellten Entwurf ist festzustellen, dass viel stärker als in den Präsentationen vorher das Präventionskonzept stark gemacht worden ist und dass auch die Arztfokussierung stark gemacht worden ist. Ärzte sollen im Regelverfahren die Freiverantwortlichkeit feststellen. Wenn das aber in den Blick kommt, dann muss man sich allen Ernstes fragen, ob es tatsächlich eines solchen neuen Gesetzentwurfs bedarf. Denn wir haben ja seit Februar 2020, seitdem wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben, ja nicht einfach eine Gesetzeslücke, sondern wir haben eine sehr liberale Gesetzesregelung, und die hat bisher nicht dazu geführt, dass wir Dammbrüche, wie es der Kollege Brüsch befürchtet, erlebt haben. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir vor allen Dingen ganz stark auf Prävention im Bereich Suizid setzen und dass wir Palliativ und Hospiz stärken. Und meine Sorge ist, wenn wir ein solches umfassendes, kompliziertes Verfahren aufbauen, wie es heute vorgestellt worden ist, dass die entscheidenden Ressourcen, finanzieller und personeller Art, nicht in die Prävention, in die Palliativ- und die Hospizarbeit kommen. Und ich hätte mir gewünscht, dass das noch stärker gemacht worden ist, aber bin schon mal einigermaßen froh, dass diese beiden Akzente, Prävention und Arztvorbehalt im Regelverfahren, hier stärker gemacht worden ist. Aber die Frage ist, brauchen wir überhaupt so ein Gesetz? Ja, Sie haben ja diese beiden Fragen, die Sie jetzt auch eben genannt haben, auch schon mal in einem Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen vor einigen Wochen adressiert, damit auch diese ganze Diskussion etwas vorangeschoben. Da haben Sie gesagt, keiner der Gesetzentwürfe oder Gesetzesinitiativen würden Menschen helfen, die ganz grundsätzlich über einen Suizid nachdenken. Im Deutschlandfunk haben Sie dann auch noch mal von einer Verschlimmbesserung durch die Gesetzentwürfe gesprochen. Würden Sie da heute dabei bleiben? Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir zunächst auf der Grundlage der Unterscheidung zwischen den von Ihnen gerade auch angesprochenen ganz schlimmen Brutalsuiziden, die
vermutlich, so tragisch es ist, gar nicht durch dieses Gesetz eingefangen werden und den Suizidassistenzen im Rahmen einer verzweifelten Lebenssituation, vor allen Dingen im palliativen Kontext, dass wir da unterscheiden. Dieses Gesetz adressiert im Regelfall, so sagen es auch die AutorInnen, diesen zweiten Fall. Aber die weit überwiegende Zahl der Suizidanliegen und dann auch der Suizidwünsche und Durchführungen sind in dem psychotischen, in dem depressiven Bereich. Und da müssen wir eigentlich gesellschaftlich all unsere Kraft drauf fokussieren und gleichzeitig aber das Recht auf Suizid, das das Bundesverfassungsgericht hat, festhalten. Und das, glaube ich, können am besten die Ärzte vor Ort durchführen. Und von daher liegt darauf mein Akzent. Herr Dabock, zum Abschluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Der Präsident des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, der widerspricht Ihnen ja und sagt, wenn man auf Gesetze und Vorgaben verzichte, dann hätte man Unsicherheit für die Betroffenen und für die Ärzte. Und außerdem könnten eben Sterbehilfevereine tun und lassen, was sie wollen. Was entgegnen Sie? Das ist nicht richtig. Statt Unsicherheit würde ich auch angesichts der großen Verantwortung, die wir über Jahrzehnte von Ärztinnen und Ärzten kennen, von der Legitimität eines Graubereiches sprechen. Und von daher glaube ich, dass das eine unnötige Angstmache ist. Und Sterbehilfevereine, die Menschen in den Suizid dringen würden, die sind auch jetzt schon gesetzlich eingefangen. Professor Peter Dabock, ehemaliger Chef des Deutschen Ethikrates. Vielen Dank Ihnen, Herr Dabock, für das Gespräch hier bei uns bei Phoenix. Ich danke Ihnen. Im letzten Jahr sind rund 4.500 Menschen in Deutschland wegen Hitze gestorben. Und jetzt, in der ersten Trocken- und Hitzenperiode des Jahres, merken wir das auch. Ordentlich geht ja auch weiter mit den hohen Temperaturen in dieser Woche. Morgen ist der sogenannte Hitzeaktionstag.